Hallo von mir und dem kleinen Mika-Hintern, den ihr hier seht. Der Vorteil, finde ich, wenn man umräumt in der Wohnung, ist, dass alles irgendwie schön und neu und besonders aussieht. Aber der Nachteil ist, als YouTube-Mensch, dass man wieder neue Orte finden muss. Ich weiß nicht, ob das hier gut aussieht, ist, was ich sagen will. Ich hoffe. Zumindest ist der Vorteil, dass die Katze im Hintergrund ist und die ist jetzt weg. Tja, ich habe heute einen Haul für euch und ihr wisst ja, dass ich nicht so das beste Händchen für Klamotten habe. Eigentlich so langsam finde ich meinen Weg, was ganz gut ist. Und ich habe jetzt, wie ich das immer mache, wenn das Wetter sich verändert, einfach meinen Kleiderschrank durchgeräumt. Ich habe alle meine Wintersachen wegsortiert, auch mal durchgeguckt, welche Sachen ziehe ich noch an, welche habe ich gar nicht getragen und schon mal aussortiert. Das habe ich jetzt auch nochmal mit den Sommerklamotten gemacht, um sicher zu sein, dass der Kleiderschrank wirklich nur aus Sachen besteht, die ich gerne trage. Und da ist mir aufgefallen, dass ich nicht mehr wirklich Hosen habe. Weil ich eigentlich alle Hosen, die ich bis dato besessen habe, wegwerfen wollte. Und deswegen dachte ich, ist es vielleicht nicht schlecht, mal nach Hosen zu gucken. Ich brauchte ein Bikini, ich brauchte irgendwie ein schönes Oberteil und das habe ich alles gefunden. Und ich dachte, ich zeige euch das mal für die Leute, die vielleicht auch einen ähnlichen Stil haben wie ich oder Sachen mögen, die ich auch gut finde und so ein bisschen inspiriert werden wollen. Und wir fangen vielleicht am besten gleich mal an mit den beiden Hosen. Mir ist es gar nicht so richtig aufgefallen, aber ich habe wirklich in den letzten anderthalb Jahren fast nur schwarze Jeans getragen und irgendwie hatte ich Lust auf mehr Blau im Leben. Ich weiß auch nicht warum, aber deswegen habe ich gedacht, bestelle ich mir mal eine Hose und habe diese Skinny Jeans rausgesucht. Die ist wirklich richtig skinny. Wenn ich sage skinny, meine ich, nach dem Essen muss der Knopf auf skinny. Die Marke heißt Stradivarius und ich habe es bei ASOS bestellt. Die ist sehr, sehr klassisch Blue Jeans mäßig, würde ich sagen. So ein schönes Dunkelblau, was ich sehr, sehr gern trage. Und was ich auch Vorteil finde, sie ist so ein kleines bisschen distressed. Sieht also ein bisschen aus, als wenn man sie schon länger anhatte. Wie so eine typische Lieblingsjeans, die einfach ein paar Löcher hat, die man trotzdem einfach super gerne trägt. Unten ist sie glatt abgeschnitten und so ein bisschen fransig, was auch so ein bisschen zu diesem gebrauchten Look passt. Ich finde, die macht einen sehr, sehr schönen Hintern, wenn man das über sich selbst sagen darf. Das ist keine Hose für so Wohlfühltage. Das ist wirklich eine Hose, die alles dahin drückt, wo man es wahrscheinlich gerne haben möchte. Weil sie eben so ein bisschen so einen Used-Look hat, würde ich sie jetzt zu einem offizielleren Termin tragen und kombinieren mit eher einem Schuh mit einem leichten Absatz, einem einfarbigen Oberteil und einem Blazer drüber. Weil ich finde, das balanciert das alles so schön aus. Man sieht einfach so ein bisschen, ich habe heute sehr viele englische Begriffe im Kopf, put together aus und kann das einfach durch die Hose so ein bisschen ausgleichen, dass es nicht zu sehr aussieht, wie ich wollte, sehr, sehr offiziell rüberkommen. Das Einzige, was mich wirklich stört, ist der Geruch. Die hat diese klassischen Blue Jeans Geruch, den man manchmal so an Hosen hat, der so nach ein paar Mal waschen normalerweise rausgeht. Ich hoffe, das passiert dir auch, weil ich die an sich wirklich sehr angenehm am Tragen finde. Ein gutes Gegenstück, finde ich, zu dieser klassischen Skinny Jeans, die auch übrigens bis zur Taille geht, ist die klassische Mom Jeans. Und ich habe diesen Trend vor Ewigkeiten das erste Mal gesehen und dachte, irgendwie cool. Und ich mag das an anderen total, aber ich glaube, ich persönlich kann das nicht tragen. Ich versuche einfach immer, wenn ich versuche, mich anzuziehen, mich so anzuziehen, dass ich die Teile, die ich einfach breiter finde und nicht so schön, dass ich die so ein bisschen kaschiere und so ein bisschen leichtere Sachen drum packe. Deswegen ziehe ich sehr gern Kleider an, weil die einfach meine breite Hüfte so ein bisschen kaschieren oder einfach schön aussehen lassen. Und ich bin kein Fan davon, dann auch noch was anzuziehen, was genau das hervorhebt. Und deswegen hatte ich so ein bisschen Sorge, dass das bei der Mom Jeans passiert. Aber irgendwie wollte ich es wissen. Deswegen habe ich mir bei der ASOS Eigenmarke einfach so eine klassische hellblaue Mom Jeans bestellt, die wirklich keinerlei großartige Besonderheiten hat. Die ist wirklich sehr klassisch geschnitten, einfach ein bisschen breiter und hat unten auch wieder so abgeschnittene Beine, was das Ganze so ein bisschen lockerer, finde ich, aussehen lässt. Ja, was soll ich sagen? Ich habe sie angezogen und gedacht, oh mein Gott, das fühlt sich an wie eine Jogginghose, sieht aber aus wie eine Jeans und seitdem lebe ich in dieser Hose. Ich liebe sie und inzwischen interessiert mich auch nicht mehr, ob das einfach meine Hüfte breiter aussehen lässt oder nicht, weil ich mich einfach sauwohl darin fühle. Ich wollte gerade sagen, arschwohl. Kann ich das sagen? Ich weiß es nicht. Ich fühle mich tierisch wohl in dieser Hose. Ich liebe sie sehr. Sie ist wirklich super, super entspannt. Ich persönlich würde sie jetzt nicht zu irgendwelchen schicken Blusen kombinieren, weil ich, glaube ich, einfach zu dieser lockeren Hose eher ein T-Shirt brauche. Wie dieses hier zum Beispiel, was ich wirklich viel auch dazu anziehe. Was so ein bisschen, nicht eng sitzt, aber so ein bisschen mitteleng. Wow, man merkt wirklich, dass ich richtig Ahnung von Fashion habe. Nee, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ein T-Shirt, was nicht zu eng ist, aber auch nicht zu locker, dass man nicht auch noch zu einer lockeren Hose so ein lockeres T-Shirt anzieht. So ganz enge T-Shirts mag ich persönlich nicht, aber so die Kombination aus so zwei sehr casual Dingen finde ich sehr schön, gerade für den Alltag und I love it. I really do. Wenn man so in meinen Kleiderschrank guckt, dann sieht man vor allem Schwarz und Blautöne und ab und zu mal so ein bisschen Rot und irgendwie das eine rote T-Shirt, was ich mir vor zwei Jahren gekauft habe, hat jetzt einfach seinen Dienst getan. Das sieht nicht mehr schön aus. Deswegen dachte ich, ersetze ich es mal und habe mir ein anderes knallrotes T-Shirt gekauft. Wer mich schon ein bisschen länger guckt, weiß, ich stehe auf diese
Rot-Orange-Töne, die einfach so ein bisschen knallen. Ich persönlich finde, das sieht zu den dunklen Haaren ganz schön aus. Das ist so ein ganz einfaches, klassisches T-Shirt von der Asos Eigenmarke. Sehr locker, sehr angenehmer Stoff, trägt sich wirklich sehr schön. Und das kombiniere ich total gerne zu dieser Skinny Jeans, die ich euch gezeigt habe, weil es wirklich super, super, super entspannt ist. Und gerade wenn man so eine enge Hose anhat, finde ich es ganz schön, so ein lockeres T-Shirt dazu zu kombinieren, was man, wenn man mag, auch reinstecken kann, muss man aber nicht. Und was ich besonders gut finde an dem T-Shirt ist, dass es keine Taschen auf der Brust gibt, einfach weil ich das Gefühl habe, meine Brust ist groß genug, ich brauche dann nicht noch eine Tasche drauf, dass es noch mehr einfach in den Vordergrund kommt. Deswegen mag ich diese ganz klassischen Schnitte lieber, wo einfach kein Gedöns vorne drauf ist. Und ja, unspektakulär finde ich, aber sehr schöne Farbe. Es mussten aber auch zwei Dinge sein, die man jetzt nicht unbedingt kombinieren kann, die einfach für sich sind. Zum einen brauchte ich dringend einen neuen Bikini. Ich glaube, ich habe seit 2 Jahren keinen ordentlichen mehr. Ich hatte noch so einen alten, nicht mehr so schön, und wenn ich konnte, habe ich mir den Badeanzug meiner Mutter geliehen. Wow. Und ich dachte, gerade weil wir jetzt im Juni auch nach Amerika fliegen und da am Lake Tahoe ein paar Tage sind, ist es vielleicht nicht schlecht, irgendwas zu haben, das ich anziehen kann, wenn ich da reinspringen will. Und deswegen dachte ich, gucke ich mal so ein bisschen. Ich habe mir ein paar Badeanzüge bestellt, die mir alle nicht so ganz zugesagt haben. Ich persönlich bin nicht so der allergrößte Fan von Bikinis an mir persönlich, weil ich wieder finde, dass das nicht so vorteilhaft aussieht. Einfach, ich fühle mich nicht besonders wohl damit. Aber ich habe einen gefunden, den ich sehr schön finde. Der Bikini, den ich mir ausgesucht habe, ist von French Connection. Das ist das einzige Teil, was ich euch sozusagen nicht angezogen zeige, weil ich das irgendwie seltsam finde, im Internet so mit Bikini rumzu... Egal. In den Vlogs werdet ihr ihn auf jeden Fall wahrscheinlich angezogen sehen. Der hat eine ganz klassische schwarze High-Waisted Bikini-Unterhose, die unspektakulär ist. Sie sitzt sehr angenehm, die drückt nichts. Also die sitzt wirklich nicht locker, aber so, dass sie nicht irgendwie einschnürt oder irgendwelche Röllchen produziert, was ich sehr schön finde. Und die fühlt sich einfach sehr, sehr schön an. Und das Oberteil, finde ich, ist so mein persönliches Highlight. Und zwar sieht es so aus. Es ist angezogen dann ungefähr so und man hat dann so schulterfrei diesen Bikini, was ich sehr schön finde. Das Allerschönste, finde ich, ist tatsächlich das Rückenteil, weil es hinten so eine Schnürung hat und es macht einfach den Rücken total schön. Ich finde diesen Bikini wunderschön. Der hat hier oben auch so ein bisschen so eine Gummiteile, sodass man das Gefühl hat, dass es auch sicher sitzt. Ich glaube, ich könnte damit auch eine Arschbombe im Lake Tahoe machen und es würde mir nicht verrutschen. Und ja, ich mag den total. Es ist, glaube ich, seit Jahren das erste Mal ein Bikini, bei dem ich denke, wow, ich fühle mich damit sehr wohl. Ich bin sehr happy über diesen Kauf und ich bin mir sehr sicher, dass ich den sehr entspannt anziehen werde und dann im Lake Tahoe schwimme, wenn alles gut geht. Fingers crossed. Dann hatte ich letzte Woche so einen Tag, wo ich dachte, ich kann nicht mehr, ich bin so fertig. Und Freund Fritz und ich, wir haben den ganzen Tag gearbeitet. Und dann gegen Abend meinte er, komm, wir ziehen nochmal los, wir holen uns nochmal irgendwo einen Kaffee, wir machen uns einfach eine gute Zeit und gehen einfach ein bisschen spazieren. Und sind zum Kudamm gefahren und waren dann auch so ein bisschen bummeln. Ich hatte jetzt nicht vor, noch irgendwas zu kaufen, aber wenn ihr mich schon länger guckt, wisst ihr, ich bin ein riesen Kleid-Fan und ich habe so 1, 2 Kleider, auf die ich mich diesen Sommer schon sehr freue, aber mir fehlte irgendwie noch so einfach ein Kleid, was so ein bisschen frischen Schwung reinbringt. Und da bin ich auf ein Kleid gestoßen, was eine Farbe hat, die ich so noch nicht im Kleiderschrank habe. Und zwar so ein schönes Tannengrün. Das ist von Esprit, das habe ich dort auch im Laden gekauft und das ist einfach, finde ich, so ein richtig schönes Sommer-Hippie-Kleid. Das hat so eine Raffelung in der Taille, was ich im ersten Moment für schwierig hielt, weil ich dachte, das trägt wahrscheinlich auf, aber tut es gar nicht. Das zieht eher so ein bisschen an der richtigen Stelle rein, weil meine schmalste Stelle sozusagen ist meine Taille und alles, was da ein bisschen zusammengeht und danach locker runterfällt, ist eigentlich so das, was mir am besten steht. Und danach kommt eben genau so ein Rock, der dann locker, flockig runterfällt und der hat so 2 Schichten, was das Kleid nicht ganz so klassisch macht, sondern so ein bisschen mehr in die Hippie-Richtung gehen lässt, was ich sehr schön finde. Vorne hat es Knöpfe und ich mag das total. Ich liebe das angezogen. Das ist wieder eins von diesen sehr unkomplizierten Kleidern, die man einfach überwirft und in dem man sich wohlfühlt. Ich überlege auch momentan, das vielleicht am Samstag zum Szene-Date mitzunehmen. Ich weiß noch nicht genau, aber ich mag das total gern. Es ist richtig so eine schöne Mischung aus Casual, aber doch ein bisschen schick, weil es so einen kleinen besonderen Touch hat durch diese 2. Schicht. Und ja, ich finde es einfach sehr schön. Und im ersten Moment war ich überrascht, weil ich dachte, komisch, dass mir Tannengrün steht. Und dann fiel mir auf, Moment, ich habe eine Bluse in einem ähnlichen Ton. Wahrscheinlich kann ich mich auch nochmal breiter aufstellen mit meinem Farbsystem und nicht nur schwarz, rot und blau tragen, sondern vielleicht sollte ich grün mit reinbringen in meinen Kleiderschrank. Wow, Farben und ich, ne? Das ist echt ein bisschen schwierig. Das sind meine Teile. Ich finde sie alle sehr schön und ich freue mich über den Kauf. Es ist nicht viel, aber für mich reicht das absolut für den Sommer. Einfach um so ein bisschen was Neues zu haben, aber einfach auch genug, um zu kombinieren, was ich sehr cool finde. Und ja, ich glaube, ich freue mich am allermeisten über den Bikini. Den habt ihr jetzt nicht angezogen gesehen, aber das ist, glaube ich, wirklich das schönste Teil. Ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr irgendein Teil ganz furchtbar findet oder eine ganz andere Meinung habt oder vielleicht auch noch Kombinationsmöglichkeiten mit den einzelnen Teilen habt, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Ich hoffe, das Video hat euch inspiriert so ein bisschen oder einfach so ein bisschen Lust gemacht, mal euren Kleiderschrank durchzugucken und mal zu gucken, braucht ihr was Neues, braucht ihr nichts Neues und wenn ja, was braucht ihr neu? Und ja, ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Jetzt muss ich kurz überlegen, wann das ist. Samstag, Kaffeeklatsch. Bis dann. Tschüss.